Guten Tag, mein Name ist Bernd Moss und ich werde Ihnen etwas erzählen, meine Erinnerungen an die Inszenierung Hedda Gabler in der Regie von Stefan Pucher. Wir hatten damit Premiere im März 2013, das ist jetzt 7 Jahre her. Ich weiß gar nicht, wann die letzte Vorstellung war, aber es kommt mir auf jeden Fall vor, als wäre das Stück noch nicht so lange her. Ich habe hauptsächlich gute Erinnerungen an diese Arbeit. Das war eine Koproduktion mit den Ruhrfestspielen in Recklinghausen und dem Deutschen Theater in Berlin. Und wir haben erst in Berlin geprobt und sind dann die letzten, ich glaube, 3 Wochen nach Recklinghausen gegangen und haben da dann Premiere gehabt bei den Ruhrfestspielen. Und wir hatten eine wirklich gute Probenzeit, eine sehr schöne Mischung aus, es war einfach lustig und hochkonzentriert. Und das merkte man auch dem Abend an, fand ich. Sehr stark fand ich an dem Abend die Setzung von Bühnenbild und Kostüme von Barbara Enes und Annabel Witt, die sich mit 3 verschiedenen Zeiten und Stilen beschäftigt hatten. Das Stück beginnt ungefähr 1890, in dem Ibsen das Stück auch geschrieben hat. Der zweite Teil spielt in den 1920er Jahren und der dritte Teil in den 1960er oder 70er Jahren. Das ist jeweils ästhetisch sehr stark, das werden Sie ja gleich sehen, wenn Sie streamen, wenn Sie es nicht damals auf der Bühne gesehen haben. Und das ist eine große Setzung. Und im Laufe des Stücks, im Laufe des Abends vermischen sich auch immer mehr Stile, was die Kleidung oder den Raum angeht. Versatzstücke wandern mit in den anderen Raum und es gibt nachher ein großes kunterbuntes Durcheinander, sag ich mal, von verschiedenen Stilrichtungen. Das fand ich sehr stark von der Setzung her. Und das ist bei Stefan Puchers Arbeiten ja oft so, dass man immer wieder Stellen hat, wo es um konzentrierte Dialogführung geht und dann auch wieder Szenen, in denen man einfach Teil von was Größerem ist, was außerhalb von mir alleine stattfindet. Und ich habe lange überlegt, was ich erzählen kann, außer das, was ich jetzt schon alles geplappert habe, über den Abend. Und ich möchte gerne über meine Kollegen sprechen. Den Abend haben gespielt Nina Hoss, Margit Bendokat, Naomi Simon, Felix Göser, Alexander Kuhn, Anita Wulesitza, die hätte ich bei den Frauen nennen müssen, klar, und ich. Und ich spielte den Amtsgerichtsrat Brack. Und es gibt immer wieder eine Sache, an die ich denken muss an dem Abend. Ganz am Ende hält Margit Bendokat einen Monolog, einen Text von David Foster Wallace, den er geschrieben hatte, zum Abschluss einer Highschool-Klasse, ne? In Amerika, wenn die Highschool-Schüler da fertig sind, dann hält doch immer einer eine große Rede. In dem Fall war das David Foster Wallace und der hat einen Text geschrieben über die Vergänglichkeit des Augenblicks, dass er vorschlägt, man solle sich den Moment, den man gerade erlebt, sehr gut einprägen, denn die Zeit geht schon weiter wie ein Zug und das hier, das wird nur noch ein Foto sein. Und man muss sich dessen bewusst sein. Und Margit Bendokat machte das im Prinzip alleine auf der Bühne im schwarzen Raum, nur ein Spot auf sie und wir mussten hinten im Halbkreis eigentlich nur als Deko, als Blumenvase hinten stehen und ein Bild darstellen. Und es war jedes Mal so, dass man vorher Margit getroffen hat im Gang und sie war furchtbar nervös vor diesem Text. Und daraufhin sagte man nur, toi, 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 Margit, du schaffst das, du bist ganz toll. Und daraufhin rannten alle Kollegen zu einer Tür, durch die wir dann jeweils gehen mussten, aber es war nie festgelegt, wer durch welche Tür geht. Also im Stockfinsteren, während Margit Bendokat vorne anfängt, diesen Monolog zu halten, versuchen wir eine Tür zu finden, auf ein Stichwort, treten wir dann raus und stehen hinten im Dunkeln, schweigend. Und das ist eigentlich mein schönster Moment an dem Abend. Der Moment, wenn man, nachdem man seine Tür endlich gefunden hat, raustritt und Margit Bendokat diesen Text reden hört. Und ich habe jedes Mal gedacht, genau das, ich möchte diesen Moment festhalten, denn er verwandelt sich in diesem Moment in Erinnerung. Und sie hat den Text so toll gemacht, jedes Mal wieder, dass ich jedes Mal begeistert war, wie sie das macht. Und gerade im Moment erleben wir das ja auch, dass Theater eine flüchtige Sache ist, dass man den Moment festhalten soll, weil die Zeit bewegt sich weiter. So. Dann bleibt mir nur noch Ihnen ein schönes Streaming-Erlebnis zu wünschen, sagt man das? Viel Spaß mit Hedda Gabler in der Regie von Stefan Pucher.